Für mich als Sportler ist es eine große Herausforderung, auf einer Bühne zu stehen und über meine Gefühle und Erfahrungen zu berichten. Ich bin es gewohnt, draußen in der Natur, auf mich alleine gestellt, Abenteuer zu bestehen. Schon von klein auf liebte ich es, mich zu bewegen und Herausforderungen anzunehmen. Anfangs mit meinen Eltern in den Bergen, beim Klettern oder bei Skitouren, führte mein Weg mich über viele wichtige Jahre zum Leistungssportringen. Mit 19 als Sportsoldat ging es darum, meinen Lebenstraum, mein Lebensziel zu erreichen und mich für eine Profikarriere zu qualifizieren. Die damals üblichen extremen Trainingsbelastungen, erste Überlastungserscheinungen und die strikt vorgegebenen Strukturen und Verpflichtungen führten mich an den Rand eines Sportburnouts. Es gab nur noch zwei Möglichkeiten, die ich für mich sah. Zum einen so weiterzumachen und zusammenzubrechen oder meinen Lebenstraum aufzugeben. Als ich den Mut fand, mich von meinem Lebenstraum, ein guter Ringer zu werden, verabschieden zu können, löste sich auch mein innerer Druck. Und was ich dabei lernte, war erstaunlich. Es passierte nämlich gar nichts. Kein Loch, in das ich fiel, kein Leistungseinbruch, keine Veränderung in meinem Umfeld. Lediglich Freiheit und eine Vielzahl neuer Möglichkeiten taten sich auf einmal auf. Ich hatte etwas aufgegeben und gerade dadurch eine Vielzahl neuer Möglichkeiten gewonnen. Zu dieser Zeit machte ich eine Gleitschirmpilotenausbildung. Die ersten richtigen Flüge eröffneten mir neue Dimensionen. Ich hatte wieder für etwas Feuer gefangen. Das Lernen abseits von festen Strukturen und Verpflichtungen genoss ich sehr. Alles war so locker, so erfrischend neu. Und ich hatte nur noch eines im Kopf. Ich wollte fliegen lernen wie ein Adler. Anhand dieser Landkarte, meinem Weltrekordflug über 268 Kilometer, kann man erkennen, was alles mit einem Stück Stoff, mit einem Gleitschirm möglich ist. Gestartet wird auf einem Berg. Warme aufsteigende Luft, sogenannte Thermik, ermöglichte es den Piloten, Höhe zu gewinnen, Richtung Himmel zu steigen, und fliegt man von Thermik zu Thermik, kann man Strecken zurückfliegen. Klingt alles ganz einfach und ist doch extrem komplex. Das Ganze hängt von vielen verschiedenen Faktoren ab. Zum einen die Bewölkung, zum anderen verschiedene Windsysteme und die Erdoberfläche machen es für den Piloten sehr schwierig und kompliziert, die richtige Thermik zu finden und möglichst schnell Strecke zurückzulegen. Noch spannender wird es, mit vielen anderen Piloten um die Wette zu fliegen. Mittels GPS-Navigation wird eine vorgegebene Strecke auf Zeit abgeflogen. Der schnellste Pilot, der erste Pilot im Ziel gewinnt. Zusätzlich zu den normalen Skills, die ein Gleitschirmpilot mitbringt, ist es noch wichtig, die richtige Taktik zu haben und eine sehr, sehr gute Schirmleistung. Je besser die Schirmleistung, je schneller ist man im Ziel. Jede Minute und jeder Meter zählen. Konzentriert auf den Moment und mit allen Sinnen bei der Sache, lautet die Devise. Fliegt man mit 150 anderen Piloten um die Wette, ist das Risiko eines Zusammenstoßes sehr hoch. Zusammenstoß würde sogar Absturz bedeuten können. Warum fliegen wir trotzdem in so großen Pulks, in so großen Gruppen? Das ist ganz einfach. Die vielen Piloten und die vielen Gleitschirme machen die Luft sichtbar und somit auch die Taktik planbarer. Bei meinen ersten Wettbewerben war die Motivation grenzenlos.
die Erfolge aber überschaubar. Ich hatte zwar Spaß bei jedem Flug, aber die Vision, erfolgreich zu sein, wurde einfach stärker. Als Gleitschirmpilot habe ich einen entscheidenden Nachteil. Mit meinen 60 Kilo fehlen mir zumindest 10 bis 15, um größere und damit leistungsstärkere Schirme zu fliegen. Für mich eine unmögliche Sache. Zu dieser Zeit las ich einen Artikel über Wayne Gretzky, einem der erfolgreichsten Eishockeyspieler aller Zeiten. Eine Zeile: Mache aus deinem Nachteil einen Vorteil, brachten mich zum Überlegen. Was könnte der Vorteil meines Nachteils sein? 30% des Gesamtluftwiderstandes eines Gleitschirms kommt vom Piloten und dem Gurtzeug. Hier könnte ich ansetzen und etwas verbessern. In unzähligen Stunden kreativer Handarbeit passte ich mein handelsübliches Gurtzeug an meinen schlanken und kurzen Körper an und reduzierte somit meinen Querschnitt des Gurtzeugs um ca. 150 Quadratzentimeter. Daraus resultierte weniger Luftwiderstand und eine bessere Leistung. Im nächsten Schritt integrierte ich alle aerodynamischen Vorteile verschiedener anderer Gurtzeuge in mein eigenes. Mit all diesen Kleinigkeiten und Details konnte ich meinen Leistungsnachteil mehr als wettmachen und am Ende des Jahres die Weltrangliste anführen. Red Bull X-Alps. Eines der letzten großen Gleitschirmabenteuer auf diesem Planeten. Ein Rennen von Salzburg über mehrere Wendepunkte entlang des Alpenbogens bis nach Monaco. Frei nach dem Motto: Der Gleitschirm trägt dich oder du trägst den Gleitschirm, sind keine weiteren Hilfsmittel erlaubt. Zwischen den einzelnen Wendepunkten kann jeder Pilot seine eigene Route wählen. Pausen sind nicht vorgesehen. Ich war immer noch fit aus meiner Zeit als Ringer und zudem fliegerisch mittlerweile ganz vorne dabei. Fasziniert von dieser Herausforderung war die Teilnahme bei diesem Rennen ein logischer Schritt. Meine Vision war, diese Strecke von Salzburg nach Monaco möglichst fliegend zu bewältigen. Ist viel einfacher als zu gehen, klar. Aber das Wetter spielte nicht mit. Realität war 30 bis 80 Kilometer täglicher Fußmarsch mit einem schweren Rucksack am Rücken, wenig bis gar kein Schlaf und sehr schwierige Flugverhältnisse. Am Abend des dritten Tages, ich war körperlich schon komplett fertig. Das Wetter sah nicht so aus, als würde es Flüge zulassen, wollte ich das Rennen beenden. In diesem Zustand war es mir unmöglich, noch weiter in Richtung Monaco zu gehen. An diesem Abend erkannte ich, wie wichtig es ist, realistische, greifbare, anspruchsvolle Ziele zu haben. Ich denke, das ist für jeden Menschen das Um und Auf, um nicht den Horizont und das Ziel, das weite Ziel in der Entfernung zu verlieren. Außerdem hatte ich viele Blasen an den Beinen und für mich war es da zu dieser Zeit ganz wichtig, Flugwetter zu haben. Es kamen noch viele weitere Probleme, Anstrengungen und Gefahren auf mich zu. Neuschnee in den hohen Bergen, extremer Schlafentzug, Navigationsprobleme und schwierigste Flugbedingungen. Mit einer geänderten Strategie, mich von meinen anderen Mitstreitern, von den Medien, vom Umfeld nicht aus der Ruhe bringen zu lassen, mir realistische und greifbare Ziele zu setzen und täglich mein eigenes Bestes zu geben, konnte ich nach 14 abenteuerlichen Tagen, 530 Kilometer Fußmarsch, über 700 Kilometer Flugdistanz als Vierter Monaco erreichen.
Ich denke und hoffe, ich konnte euch mit meinem Talk dazu inspirieren, dass es für alle Probleme auf diesem Planeten eine Lösung gibt. Eine andere Betrachtungsweise und ein positiver Grundgedanke helfen uns dabei, Lösungen zu finden und Ziele zu erreichen. Danke.